Zum Thema Lobautunnel. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen und begrüßen namens des Forum Wissenschaft und Umwelt. Das Forum ist eine Nach-Heimburg-Gründung Anfang 1985 und hat daher auch einen besonderen Bezug zum Trassenverlauf der S1 mit dem Lobautunnel. Ich freue mich, dass das Thema so viel Interesse gefunden hat. Und ich darf dazu sagen, dass das Forum Wissenschaft und Umwelt natürlich auch etwas stolz ist, dass wir zu dem Thema, das in letzter Zeit ja schon mediale Wellen geschlagen hat, doch gewissermaßen geballte Kompetenz bieten können aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben ja noch zwei Folgetermine und heute geht es eben um Ökologie, Ökonomie, Klimawandel, Klimaschutz und auch um Politik. Und das aus zweierlei Richtung quasi. Einerseits von einem langjährigen Politikberater, nämlich meiner Wenigkeit, und andererseits aus der Sicht eines betroffenen Bauingenieurs, der immer als Anrainer erlebt, wie es einem dabei gehen kann. Vielleicht noch ein paar organisatorische Anmerkungen. Es wird die Veranstaltung aufgezeichnet und online gestellt. Wer dann nicht dabei sein möchte, müsste seinen Ton und sein Bild zumindest zeitweise wegschalten, aber ansonsten wird es eben online stehen. Es gibt zum Thema mit Sicherheit, also neben den PowerPoints, die Sie heute sehen, werden auch Visualisierungen etwa auf der Homepage der ASFINAG. Und vorweg ein Hinweis noch zur Diskussion, ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen, den Namen zum einen den Adressaten Ihrer Äußerung, und wir wollen schauen, dass dann möglichst viele Gesichtspunkte diskutiert werden, möglichst viele Personen zu Wort kommen. Dieser Appell an die Kürze gilt natürlich auch an die Mitwirkenden als Vortragende, als Referenten, möglichst kurz zu sein, um viel Zeit für Frage und Antwort zu haben. Den Appell richte ich natürlich zuallererst an mich selber. Ich wechsle jetzt quasi die Funktion vom Moderator zu einem, der ein Thema abhandelt heute. Und darf also beginnen. Wenn Sie die Unterlagen schon haben, dann sehen Sie das ohne dies mit dem Punkt der Politik. Politik muss zukunftsfähig werden. Was soll das heißen? Wie es in der Überschrift heißt, eine zukunftsfeindliche Politik, verstehen wir darunter eine, die also die Chancen künftiger Generationen verschlechtert, die Handlungsoptionen einengt, statt zu verweitern, die letzten Endes die Lebensqualität bedroht. Und für solche Aspekte stehen eben Projekte wie der Lobautunnel, wie sich in letzter Zeit ja schon in Diskussionen gezeigt hat und wie heute fachlich fundiert auch wieder begründet wird. Wie gesagt, aus einigen wichtigen Aspekten weitere Folgen am 17. und am 19. August um 10 Uhr Vormittag, wo wir wieder zu so einem Gespräch einladen. Ja, die Politik wirkt in solchen Aspekten widersprüchlich. Auf der einen Seite freuen wir uns sehr über ehrgeizige Ziele, auch natürlich über die europäische Entwicklung mit dem Green Deal, aber auch in Österreich über das Regierungsprogramm mit Treibhausgasneutralität bis 2040, über die 100% erneuerbarer Strom bis 2030. Und auf der anderen Seite der Widerspruch, die Politik setzt alte Fehler fort. Es finden weiterhin klimaschädliche Projekte statt, es werden kontraproduktive Förderungen vergeben. Es ist Österreich ein Weltmeister in der Bodenversiegelung. Wir halten manche fossilen Energieträger für Brückentechnologien, mit denen wir Dinge überbrücken wollen, die wir Probleme überbrücken wollen, die wir längst vorher lösen sollten oder die Lösung in Angriff nehmen sollen. Das heißt, neben den ehrgeizigen Zielen fördern wir nach wie vor mit Milliardenbeträgen die Klimaerhitzung und klagen natürlich zugleich über die Kosten der Schäden. Helga Gromp-Kolb und wahrscheinlich auch andere in der Runde können über das Stichwort Cost of Inaction Auskunft geben. Also wir beklagen die Schäden und zugleich finanzieren wir deren Herbeiführung oder Verstärkung. Das sind doch Widersprüche, die man bearbeiten, beheben sollte. Um eine Ziffer zu nennen, die kontraproduktiven Förderungen werden in Österreich mit jährlich ca. 5 Milliarden Euro beziffert und das ist eben nur ein kleiner Teil, weil dazu kommen die Kosten für Schäden
durch mangelnden Klimaschutz, für kontraproduktive Regelungen, Gesetze, die das ein oder andere verhindern, was dem Klimaschutz zuträglich wäre, und eben dann Projekte, Großprojekte wie die S1 mit dem Bautunnel, die in Wirklichkeit, wie wir heute hören werden, eben Folgeprobleme in vielerlei Hinsicht auslösen. Ich sage deshalb, die Zukunftsfähigkeit braucht eine andere Politik, und ich bin mir bewusst, dass das eine sehr massive Aussage ist und auch notwendig ist, weil es ist eine Herkules, oder es sind mehrere Herkulesaufgaben, die vor uns stehen. Man muss wieder leicht verbittert dazu sagen, die vor uns stehen, weil wir zu spät begonnen haben mit der Sache. Aber die Wende zu einem zukunftsfähigen Lebensstil und zu höherer Lebensqualität, nicht schlechterer, nicht Einschränkungen, sondern zu besserer Lebensqualität, erfordert eine ganze Reihe Dinge in erster Linie von der Politik. Ein Punkt, der mir besonders wichtig scheint, ist, dass wirklich alle, nicht nur Projekte und Vorhaben wie der Lobautunnel, sondern alle Budgets, alle Rechtsgrundlagen, alle Vorhaben hinsichtlich ihrer Klimawirkung evaluiert werden müssen, dass die Politik sie kritisch prüfen lassen soll, bewerten und gegebenenfalls bei entsprechendem Ergebnis eben stoppen bzw. durch klimaverträgliche Alternativen ersetzen soll. Das ist eine Monsteraufgabe, die aber unabdingbar notwendig ist, um den Weg in die Zukunft auf ein gutes Fundament zu stellen. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich versuchen müssen oder die Politik versuchen muss, Verhinderungsstrategien, Verzögerung, Verwässerung durch diverse Interessengruppen im Rahmen zu halten, zu vermeiden. Es geht darum, den Rechtsrahmen zu schaffen, nicht nur im Energiebereich, sicher nicht nur Energierecht, sondern eben für alle Lebensbereiche, von der Raumordnung über das Wohnrecht bis zum Verkehr. Ich darf in Klammer anmerken, Umweltmanagement Austria, mein Zweitverein, hat dazu mit Beteiligung des Forum Wissenschaft und Umwelt eine große Studie ausgearbeitet, Rechtsrahmen für eine Energiewende Österreichs, wo eben wirklich vom Baurecht über das Wohnrecht bis zum Energierecht alle Aspekte abgehandelt werden. Und da geht es eben um Dinge, die klimaverträgliche, klimaschützende Maßnahmen rascher oder überhaupt erst durchführbar machen sollen. Das gibt es im Wohnrecht, das gibt es bei der Altbausanierung, das gibt es bezüglich der Photovoltaik noch immer, etc. etc. Der nächste Punkt in dem Recht ist die Kostenwahrheit. Auch da ist ein wichtiger Punkt. Man hört jetzt erfreulicherweise schon seit Jahren eigentlich immer von einem CO2-Preis, wo die einen mehr und die anderen weniger haben wollen und sich davon versprechen. In Wirklichkeit ist aber so ein CO2-Preis nur ein kleiner Teil dessen, was Not tut. Wir müssen so etwas wie eine Ökologisierung der Marktwirtschaft schaffen, mit Steuern steuern. Und es kommt noch schlimmer. Eine CO2-Steuer wäre zu wenig. Es muss eine Energieabgabe sein. Wir müssen ja Energieverbrauch reduzieren, um dann auf Erneuerbare umstellen oder parallel dazu natürlich auf Erneuerbare umstellen zu können. Und dann zeigt sich, dass eine generelle Energieabgabe nicht reicht. Es muss nach verschiedenen Handlungsbereichen differenziert werden. Ich nehme ein Beispiel heraus aus der Mobilität. Wir haben ja vor einem halben Jahr erlebt, wie vor der Pressestunde der Klimaministerin ein Papier geleakt wurde, in dem als Ultima Ratio eine Steigerung des Dieselpreises oder des Energiepreises generell angekündigt wurde. Da war große Aufregung, weil der Dieselpreis um 10 bis 20 Cent steigen könnte. Wenn man zurückblickt, der Preis war im Jahr 2012 bereits höher und wirklich nennenswerte Verhaltensänderungen haben wir damals nicht beobachtet. Das heißt, diese Steuer allein, bis sie im Verkehrssektor ausreichend viel bewirkt, müsste so hoch sein, dass in anderen Bereichen mehr schadet als hilft. Oder andersherum, die Konsequenz ist, es muss neben den finanziellen Anreizen natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen geben. Ich spreche jetzt nicht nur von ordnungsrechtlichen Vorgaben, sondern auch von Infrastruktur, halt nicht Hochleistungsstraßen, sondern zum Beispiel Umweltverbund. Ja, dazu kommt dann natürlich auch noch Information, Bildung, Motivation als ganz wichtiger Aspekt. Ich hoffe, meine 5 Minuten halbwegs eingehalten zu haben. Ich gehe daher jetzt nicht mehr ins Detail, sondern freue mich, dass Professor Dr. Michael Getzner bei uns ist, der die volkswirtschaftlichen Aspekte betrachten wird. Er leitet den Forschungsbereich Finanzwissenschaften und Infrastrukturpolitik am Institut für Raumplanung der TU Wien. Und er hat auch zum
zu den Donauauen einen besonderen Bezug. Ich darf dich daran erinnern, falls du es nicht eh noch parat hast, das Institut und eben mit Michael Getzner hat damals eine Kosten-Nutzen-Analyse beigetragen. Aus unserer Sicht als Nationalparkplaner war das ein letzter Versuch, den Nationalpark doch noch zu verhindern, weil Natur kann sich ja nicht rechnen. Es ist, wie man sieht, anders ausgegangen. Bitte, Michael Getzner. Ja, vielen herzlichen Dank, Reinhold, ja, geehrte Damen und Herren. Ich darf kurz auch auf das Stichwort, das mir Reinhold Christian gegeben hat, eingehen, nämlich auf die Frage, welche Wirkungen der Autobahn S1, also der Schnellstraße S1 und des Lobautunnels, denn in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen überhaupt vorgekommen sind oder vorkommen und wo die großen Fehler aus meiner Sicht sind. Ich bin ja Ökonom und Finanzwissenschaftler und habe mich also mit vielen Infrastrukturen ökonomisch befasst. In der Literatur und in der Diskussion, in der wissenschaftlichen Debatte spricht man von fossilen Infrastrukturen und von sogenannten Lock-in-Effekten. Lock-in-Effekt bedeutet, dass man durch eine Infrastruktur natürlich ein bestimmtes Verhalten anreizt oder vorgibt. Und die Frage ist, ob eine neu geschaffene Verkehrsinfrastruktur, vor allem also die S1 auch, in diesem Sinne sinnvoll sein kann, weil ja nicht nur kurzfristige Effekte im Verkehrsbereich zu tragen kommen, sondern ja auch langfristige Effekte. Und da möchte ich noch ergänzen, auch dass ich ja am Institut für Raumplanung beschäftigt bin und diese langfristigen Wirkungen, die es auf das Mobilitätssystem, auf die Siedlungsentwicklung und so weiter ergibt, die spielen natürlich in diesen ökonomischen Analysen leider und aus meiner Sicht eben falscherweise keine Rolle. Das sei einleitend gesagt. Das Zweite ist, dass die Kosten-Nutzen-Untersuchungen, die vorliegen, immer nur sehr kurzfristig von einem statischen von statischen quasi Vergleichswerten ausgehen. Vor allem der Neuverkehr wird meines Erachtens sehr unzureichend berücksichtigt. Es ist durch wirklich jahrzehntelange Studien im Verkehrsbereich bekannt, dass neue Straßen, neue Verkehr, auch andere Verkehrsinfrastrukturen einfach Verkehr anziehen und Verkehr produzieren. Und diese Wirkungen sind in ökonomischen Analysen leider häufig unzureichend oder gar nicht berücksichtigt. Das Zweite, was mir als Ökonom und mein besonderes Steckenpferd hierbei ist doch die Umweltökonomik, was hier eine besondere, ein negativer Beigeschmack hier ist, die sogenannten Ökosystemleistungen, die durch den Bodenverbrauch auch für diese, gerade auch für diese Autobahn wegfallen. Der Wegfall der Bodenfunktionen ist kaum oder gar nicht berücksichtigt. Was meine ich damit? Der Boden selber ist ja ein produktiver Boden, der hier entzogen wird, also zum Beispiel der landwirtschaftlichen Produktion, aber auch möglicherweise sinnvollerer Nutzungen wie der Siedlungsentwicklung. Man darf nicht vergessen, dass Boden auch eine wichtige Kohlenstoffsenke darstellen kann und die wird natürlich bei einer Versiegelung wegfallen. Es handelt sich ja immerhin direkt schon um ein paar hundert Hektar, die also hier versiegelt werden. Die Wirkungen dieser Autobahn gehen natürlich viel weiter darüber hinaus. Ein zweiter Aspekt, der kaum Berücksichtigung findet, ist die ganze Frage des Wasserhaushaltes durch Bodenversiegelung. Ein dritter Aspekt, Kühleffekte durch Boden und durch natürliche Grünflächen. Ich erinnere daran, dass es natürlich ein enormer ökonomischer Effekt ist, wenn Kühlwirkungen durch Grünräume wegfallen. Wir haben im Durchschnitt, also sagt die Statistik, rund plus minus im Durchschnitt 500 Menschen, die pro Jahr hitzebedingt auch sterben. Und das wird natürlich durch weitere Autobahnen noch beflügelt.
Das Dritte, was ich gerne sagen möchte, ist, dass ja nicht vergessen werden darf, rein auch aus ökonomischer Sicht, dass der zusätzliche Neuverkehr, der induziert wird, ja auch enorme CO2-Emissionen in Summe dann erbringt. Und je nach Bewertungsansatz kann man allein diese neu entstehenden CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen von einem einstelligen bis zweistelligen Millionenbetrag bewerten, der an volkswirtschaftlichen Kosten allein nur dadurch entsteht, dass wir diese Autobahn bauen. Und da rede ich also auch nicht nur von, also da rede ich nur von den direkten CO2-Emissionen, nicht von den ganzen Folgewirkungen in der Produktionskette von fossilen Energieträgern. Das war es kurz aus meiner Sicht. Also ich denke aus ökonomischer Sicht, dass die vorliegenden Bewertungen, die vorliegenden Bewertungsgrundlagen einfach sehr mangelhaft sind. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass wir viele, viele unendlich, quasi unendlich freie Ressourcen haben, in einer leeren Welt leben und uns nicht beschränken müssen. Und das ist natürlich in heutiger Zeit, es wurde genannt der Bodenverbrauch, es wurde genannt die miserable Klimabilanz, das ist aus heutiger Sicht so nicht mehr tragbar. Und das schlägt sich in den ökonomischen Analysen, in den ökonomischen Bewertungsanalysen, die für diese ganzen Straßenbauprojekte, auch für den Lobautunnel hier vorliegen, nicht nie wieder. Und das ist der große Kritikpunkt, der aus meiner Sicht hier anzubringen ist. Danke, Professor Michael Getzner, für den prägnanten Überblick. Details können dann in der Diskussion noch zusätzlich erfragt werden. Wir kommen damit zum Kernthema Klimaschutz. Ich freue mich, dass Helga Krumm-Kolb bei uns ist und mitwirkt. Sie ist emeritierte ordentliche Professorin der BOKU. Ich brauche dich eigentlich nicht vorzustellen, weil du aufgrund deiner Aktivitäten ja äußerst bekannt bist. Er leitet das Zentrum für globalen Wandel, hat zahlreiche Auszeichnungen so nebenbei für ihre Tätigkeit bekommen und ist aus der Forschungs- und Diskussionsszene zum Klimaschutz einfach nicht wegzudenken. Bitte, Helga, um deine Ausführungen. Danke, Reinhold. Man mag es meiner Beschäftigung nicht anmerken, aber ich bin tatsächlich emeritiert und leite das Zentrum nicht mehr. Das ist schon an den Nachfolger gegangen. Gott sei Dank. Es ist schon sehr viel gesagt worden, was das Klima betrifft. Ich möchte vielleicht noch ein paar Aspekte näher ausführen oder auch vielleicht in einen anderen Kontext stellen. Zunächst einmal hat sich der Bund zu einem Netto-Null-Ziel bis 2040 verpflichtet. Das heißt, 2040 sollen die Treibhausgasemissionen, die in die Atmosphäre eingebracht sind, jene, die aus der Atmosphäre herausgeholt werden, nicht mehr übersteigen. Und da spielt natürlich eine Rolle, wie viel man hineinbringt und wie viel herausgeholt wird. Zum Herausholen hat gerade mein Vorredner darauf hingewiesen, wenn wir Böden versiegeln, dann reduzieren wir die Menge an Kohlendioxid, die aus der Luft herausgeholt werden kann und im Boden gespeichert werden kann. Und wenn wir zusätzliche Straßen bauen, dann erhöhen wir die Treibhausgasemissionen durch zusätzlichen Verkehr. Nun ist mir neulich begegnet, dass jemand gesagt hat, das stimmt ja nicht, weil dieser Verkehr wird Elektro sein und daher keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen verursachen. Erstens ist das eine Frage der Zeit, was passiert wann? Und zweitens ist es, glaube ich, ein Missverständnis, wie die zukünftige Mobilität ausschauen muss. Die zukünftige Mobilität kann nicht ein 1:1 Ersatz von allen Individualfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge sein, sondern es muss ein Umschichten auf zu Fuß gehen, Radfahren, öffentlichen Verkehr verwenden sein. Und die Privatfahrten, wo man tatsächlich einen PKW braucht, die sollten mit PKWs gemacht werden, die man sich teilt. Also in irgendeiner Form von Carsharing oder auch Taxi oder was immer. Das natürlich Elektro. Aber das bedeutet, dass wir größenordnungsmäßig 7 von 10 Autos nicht mehr brauchen. Und wenn wir weniger Autos haben, brauchen wir logischerweise auch weniger Straßen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass der Klimaschutz natürlich innerhalb der nachhaltigen Entwicklungsziele zu sehen ist. Es ist eines der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Und wir können nicht das eine herausnehmen und auf Kosten von anderen bevorzugen. Wir müssen schauen, dass wir alle diese 17 Ziele gleichzeitig, parallel, synergistisch verfolgen.
Und das nicht nur in Österreich, sondern global. Und das bedeutet, dass wir Ressourcen schonen müssen. Das ist mehr als Ressourceneffizienz. Das heißt, dass man mit weniger Ressourcen auskommen muss. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass man Straßen, die dann nicht mehr in dem Ausmaß gebraucht werden, dass man die eben auch nicht baut. Es ist keine Schande, wenn man etwas, was vor 30 Jahren konzipiert wurde, vor 20 Jahren konzipiert und vielleicht sogar vor 10 Jahren noch einmal überprüft wurde, jetzt noch einmal im Lichte dieser neuen Zielvorstellungen überprüft und zu einem anderen Ergebnis kommt. Das kann durchaus sein. Und wenn man sich die neuen Entwicklungen hinsichtlich Stadtplanung, Regionalplanung anschaut, dann gehen die alle eben in eine andere Richtung. Dann gehen die in eine Durchmischung von Wohn- und Arbeitsbereich, Einkaufsbereich und nicht mehr alles an irgendeinem Ende der Stadt, wo man schnelle Verbindungen braucht. Das heißt, auch in der Planung muss anders gedacht werden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man jetzt im Denken anders wird und sozusagen nicht sich vor allem überlegt, wie kann ich begründen, warum ich nichts ändern muss, sondern wie kann ich die Entwicklung dorthin treiben, dass sie tatsächlich den Anforderungen der nachhaltigen Entwicklungsziele und insbesondere natürlich auch des Klimawandels entsprechen. Und da ist noch eine Bemerkung zu machen, weil das Netto Null 2040, das klingt so weit weg und da kann ich ja bis dahin machen, was ich will, dem ist nicht so. Weil verbunden mit dem Netto Null ist auch ein maximales Treibhausgasbudget. Das heißt, es gibt eine Obergrenze, wie viel Treibhausgase bis dahin überhaupt in die Atmosphäre eingebracht werden dürfen. Und das ist das eigentlich Begrenzende in Österreich. Das heißt, wenn ich jetzt noch zusätzliche Treibhausgasemissionen verursache, zum Beispiel durch große Bautätigkeit oder durch vermehrten Verkehr, dann muss ich nachher viel dramatischer herunterkommen, also viel stärker reduzieren die Emissionen pro Jahr. Also man muss immer beides denken, das Zieljahr 2040, aber noch viel mehr die Frage, wie viel darf ich insgesamt emittieren. Und dieses Mitdenken und die ganze Situation zu überdenken, wie schaut denn die Stadt 2040 dann aus? Was wird 2040 gebraucht und was wird nicht gebraucht? Das ist, glaube ich, der Schlüssel zu den Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind. Die Lock-in-Effekte sind schon erwähnt worden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man jetzt Planungen umsetzt, die bestimmte Folgen haben, zum Beispiel, dass sie Verkehr produzieren, dann haben wir mit diesem zusätzlichen Verkehr über die nächsten 10, 20, 30 Jahre zu kämpfen, vielleicht auch länger. Es ist so ein bisschen so, wie wenn Sie sich zum Beispiel entscheiden, dass Sie kein Plastik mehr verwenden wollen oder keine Plastiksackerl, um beim einfachen Beispiel zu bleiben, dann mag es sinnvoll sein, die Plastiksackerl, die man noch hat, aufzubrauchen, aber es ist nicht sinnvoll, neue zu bestellen. Und hier sind wir an der Kippe dessen, was sozusagen schon gemacht ist, zu dem, was noch bestellt wird. Und dieses noch bestellen, das sollte man tunlichst einstellen, weil man sonst eben das Ziel, plastiksackerlfrei zu werden, in dem Fall CO2-neutral zu werden, nicht erreichen kann, wenn man sich mit der neuen Bestellung in eine Richtung begibt, die eben nicht zu dem Ziel hinführt. Ja, ich glaube, ich belasse es jetzt einmal dabei und vielleicht schließe ich noch mit dem Hinweis, dass gerade die Stadt Wien wirklich sehr viel schon in Richtung Klimaschutz getan hat und sie hat sich in ihrem Regierungsprogramm auch sehr viel vorgenommen, im Stadtregierungsprogramm, sehr viel vorgenommen und ich glaube, dass das wirklich ein gutes Programm ist und das könnte konterkariert werden durch diese straßenbaulichen Projekte, die jetzt im Raum stehen. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Bund. Dort ist die Vorleistung nicht ganz so groß wie bei der Stadt Wien, aber die Ambition ist ebenfalls hoch und man kann die Ambition durchaus sozusagen konterkarieren, wenn man jetzt alte Projekte ungeprüft umsetzt. Danke. Vielen Dank, Herr Gromm-Kolb, für die vielen Argumente und die plastischen Erläuterungen zu wesentlichen Grundsätzen. Du hast natürlich jetzt die Herausforderung zu Recht noch ausgeweitet durch das Hereinnehmen der Sustainable Development Goals, die insgesamt zu beachten und anzustreben sind, wofür wir uns auch völkerrechtlich verbindlich verpflichtet haben und ich glaube auch durch Nationalratsbeschlüsse. Insgesamt, das soll man vielleicht zwischendurch auch noch einmal betonen, ist das aber nicht der Weg,
wo wir dann am Schluss in Sack und Asche gehen, sondern es ist ein Weg in eine bessere Zukunft. Mit einem Wohlbefinden, einem besseren Lebensstandard ist das möglich und nicht nur mit Einschränkungen, sondern anders. Und es ist vielleicht emotional besser als das, was wir jetzt erleben. Danke noch einmal, Helga Gromm-Kolb, und wir setzen fort mit dem Thema der Ökologie mit Bernd Lötsch. Bernd Lötsch ist auch so bekannt, dass ich ihn nicht weiter vorstellen muss. Ich mache es trotzdem. Er ist Ökologe. Wir haben, wie gesagt, vor nahezu 50 Jahren schon in Salzburg versucht, den Umweltverbund zu fördern. Er war 15 Jahre lang, glaube ich, 15 Jahre respektable Zeit Generaldirektor des Naturhistorischen Museums. Und er hat, so wie auch ich, eine ganz besondere Beziehung zu den Donauauen, weil zunächst er und dann ich haben die Vorbereitungsarbeiten für den Nationalpark geleitet und durchgeführt in den 80er Jahren, Lötsch in den 90er Jahren. Meine Wenigkeit, bitte Bernd um deine Ausführungen. Mikro einschalten, bitte. Ja, da ist es. Ja, ich glaube, dass es auf der Höhe der Zeit ist, weil derzeit sowohl eine wachsende Zahl von Bürgerinitiativen als auch natürlich Experten immer häufiger eine Trendwende im Verkehrswesen folgen. Und das oberste Prinzip ist, wir dürfen keine Verkehrsform mehr fördern, die wir aus guten klimaökologischen und anderen Gründen verlassen wollen. Und das Schädlichste, das wir jetzt auch verlassen müssen im Laufe der kommenden Jahrzehnte, ist der großräumige, der weitmaschige Straßentransport. Die Gründe sind zum Teil schon gesagt worden, nämlich die bioproduktiven Flächen, die verloren gehen. Aber das gilt auch, wenn man unter die Erde geht mit Bauwerken. Es gibt kaum ein energieintensiveres Produkt als Beton. Beton und Stahl sind so ziemlich die CO2 stärkst emittierenden Industrieprodukte. Und diese Stahl-Beton-Orgien, die jetzt für eine ganze Reihe von Projekten wie etwa Lobautunnelung oder die Traisental S34, gegen die auch Sturm gelaufen wird mit gutem Recht, die alle legen ja nahe die Neubewertung des Großstraßenbaues. Und ich achte wirklich den Mut und den Blick fürs Wesentliche, den die Energie-, Verkehrs- und Umweltministerin mit dieser Neubewertung des Großstraßenbaus an den Tag gelegt hat. Und ich meine, dass sie auch unsere größte Unterstützung verdient. Aber gehen wir mal ganz kurz durch. Es gibt natürlich naive Leute, die glauben, dass es doch eine wunderbare Idee ist, sogar Mehrkosten für eine Tunnelbohrung aufzuwenden, für eine großzügige Naturschonung, das heißt eine Überwindung des Nationalparkgebietes in 60 oder mehr Metern Tiefe. Ich will jetzt nur erwähnen, dass mir Informationen aus dem OMV-nahen Kreisen von sehr ernstzunehmenden Informanten zur Verfügung stehen, die ich aber nicht preisgeben kann, dass die
durch Bohrung dieser alluvialen Kiesschichten, die uns zunächst einmal wie eine Naturschonung für oben erscheint, ein hydrogeologisches Umweltproblem schaffen kann, aufgrund der Warnungen dieser OMV-nahen Experten, birgt der Tunnelbau beim großvolumigen Durchbohren alluvialer Schotterschichten auch die Gefahr einer kaum mehr beherrschbaren Mobilisierung von petrochemischen und anderen Altlasten aus früheren Fehlern, etwa des Zweiten Weltkriegs, und rücksichtsloser Vorgangsweisen der Ölindustrie danach. Aber soweit, meine ich, sollte es ja überhaupt nicht kommen. Wir müssen diese Art von Großstraßenbau auf jeden Fall aussetzen, wo es geht. Bodenschutz bioproduktiver Flächen, Klimaziele wegen der zu erwartenden Eskalation des Auto- und Lkw-Verkehrs, dann, und davon wird viel zu wenig geredet, die unmäßige Staatsverschuldung bzw. Staatsgarantien für die solcher Art anfallenden Schulden bei derartigen Tiefbauinvestitionen sind ein großes Problem, denn der Staat, Sie denken Sie nur, wie stark der Staat schon beansprucht war durch die Entschädigungsmaßnahmen einer Corona-Pandemie. Aber wenn es dann zu einer derartigen Aufschaukelung der Klimafolgen und der Klimaschäden kommt, wird der Staatshaushalt um ein Vielfaches höher belastet und wir können es uns einfach nicht mehr leisten, eine derartig hohe Staatsverschuldung für fragwürdige Autotrassen in Kauf zu nehmen. Sie wissen außerdem, dass genau diese Art von Baustellen die schlechteste Beschäftigungspolitik überhaupt ist, da heute ja bewundernswerte Roboterbaustellen nur ein Minimum an Arbeitskräften pro verbauter Million benötigen. Und mir sagte erst kürzlich ein führender Mann aus dieser Branche, da gehen drei Gastarbeiter hinter einer importierten Großmaschine einher, welche die Landschaft im Kilometertempo in sich hineinfrisst und mit der sie an einer Stelle zig Millionen Euro verbauen. Also nicht nur der Straßenbau das Verkehrsproblem verschärft, statt Verkehrslösungen anzustreben, ist es in dieser Form sicher nicht mehr zukunftsfähig, naturverträglich und enkeltauglich. Wir brauchen das Budget für den ökosozialen Umbau und die Bewältigung der Klimakrise. Generell möchte ich Ihnen, auch wenn es locker wirkt, aber einen durchaus Tiefsinn mitgeben. Einer der seherischen Kommunalpolitiker, die ich noch persönlich Freund nehmen durfte, nämlich Jörg Maut, der hat einmal gesagt, heute noch neue Straßen bauen ist wie Ratten füttern. Also es geht hier, ging ihm zunächst einmal um die Selbsterregung, um die Selbsteskalation des Autosystems, aber es geht mittlerweile ja um die Fragen der Klimagase, der Beschäftigungspolitik, der Staatsfinanzen, des Bodenschutzes, sowohl bioproduktiver Böden als auch Naturräume. Und wenn Sie mit den Bauern unterwegs gewesen wären, bei einer Geländebesichtigung der potenziellen Folgen der S34 bei St. Pölten, Gott sei Dank war unsere Verkehrsumweltministerin mittlerweile auch dort, da spielen sich ja Tragödien ab, da müssten ja Biobetriebe, die generationenlang die Bodenpflege dort betrieben haben, müssten ja aufgeben für eine Straße, die im Grunde genommen genau die falsche Verkehrspolitik
die keine Verkehrspolitik mehr ist, festlegen. Aber ich stehe für Fragen natürlich jetzt zur Verfügung. Danke, Bernd Lötsch, für die fachübergreifenden Darstellungen, nicht nur Ökologie, sondern eben auch ökonomische und soziale Aspekte letzten Endes hereinnehmen. Wir kommen jetzt zum Empfinden, Wissen, Erleben betroffener Bürger, ein Baumensch, salopp formuliert, wird uns das vortragen, Herr Ingenieur Schandl, wir Städten retten. Bitte um Ihre Darstellung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Doktor, dass ich das hier aus der betroffenen Sicht einmal rüberbringen darf, was diese Donaustadt-Autobahnen, diese geplanten für die ortsansässige Bevölkerung und eigentlich für ganz Wien bedeuten würden. Ich habe dazu eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich werde mich bemühen, die rasch rüberzubringen. Für alle, die es nicht ganz kennen, ganz kurz die Erläuterung. Ich gehe ganz kurz durch alle Slides und stehe dann anschließend natürlich für Fragen zur Verfügung. Die 5 Minuten sind einfach kurz. Hier ist die Südosttangente. Das ist die geplante Stadtstraße. Hier ist ein Tunnel, aber durch verbautes Gebiet. Hier steht ein Ort, wird schwer belastet. Hier ist der nächste Tunnel. Hier ist das Hausfeld. Das wird alles verbaut werden hier. Das ist schon alles geplant. Der nächste Tunnel unter der Hausfeldstraße durch, kommt dann wieder nördlich der S80 heraus und endet dann im Feld. Hier ist sie geteilt und hier geht die S1 weiter dann. Sollte die S1 abgesagt werden aus Evaluierungsgründen, dann würde diese Stadtstraße hier im Feld einfach enden. Hier ist übrigens dann die Seestadt. Ich gehe kurz durch die Slides. Das wird derzeit schon gebaut. Diese Zu- und Abfahrten für die Stadtstraße, uns wurde von der ASFINAG gesagt, das ist nicht für die Stadtstraße, das wird ohnehin so gebaut. Das gibt es alles nicht von unteren Bildrand nach oben. Das wird die Stadtstraße, geht über die Süßenbrunner Straße, achtspurig hier in dieser Gegend, man sieht die Versiegelung, verschwindet in der Spargelfeldstraße im Tunnel. Hier rechts davon ist, hier steht ein Ort an der Rückseite, der wird schwer belastet mit 40.000 Kfz pro Tag dann. Kindergärten sind dort direkt am Rand. Kommt wieder aus dem Tunnel heraus im Hausfeld, das ist alles schon beplant und in das Quartier des Hausfelds ist alles schon beplant und wie die Verbauung erfolgen soll, verschwindet dann, das ist die U2, verschwindet dann im Tunnel wieder, um die S80 und die U-Bahn zu queren, kommt nördlichen Hausfeld wieder heraus und endet dann, wie gesagt, 200 Meter vor der Seestadt. Das ist die Seestadt Aspern Nord. Dazu werden wir noch kommen, wo in der UVP drangehängt wurde, dass der weitere Ausbau unbedingt die Stadtstraße und die S1-Spange benötigt. Ich sage immer, das ist Flughafenschneise, Einflugschneise. So sieht die Gegend neben der Smart City Seestadt aus. Versiegelungen über Versiegelungen. Das ist noch östlich davon, das ist der Anschluss Telefonweg, hier ist die S1-Spange. Ich gehe nur kurz drüber, wir kämpfen für Fairness gegenüber den Betroffenen, wir kämpfen gegen politische Willkür und gegen die ökologisch und ökonomisch Fehlentscheidung der Stadt Wien, wie wir sie sehen, in Zeiten der Klimakrise noch Autobahnen zu bauen. Wir sehen uns als Vertreter der betroffenen Bevölkerung und vor allem da der Enkelkinder, Harald Frey hat das einmal gesagt, auf den Rücken unserer Kinder beziehungsweise die Kinder, die toxische Suppe auslöffeln werden müssen. Wir sind mittlerweile breit vernetzt, aber das können Sie dann sowieso entnehmen. Und die Botschaft der Jugend lautet, Hainburg ist überall, wird gebaut, wird besetzt. Ökologie. Ich bin Baumensch und ich habe mir nur kurz, also wir kennen diese Zahlen alle aus der UVP und die sind alle der UVP entnommen. 320.000 Quadratmeter Boden, wertvolles Ackerland wird versiegelt. Die Wissenschaft hat das ja schon dargelegt, was das heißt. Es kann kein Starkregen aufgenommen werden, CO2-Bindung funktioniert nicht mehr, es kann kein Gemüse angebaut werden, die importieren aus Spanien. Eine weitere Zahl, 300, und die ist ganz interessant, 322.400 gefahrene Autokilometer zusätzlich pro Tag werden induziert, nur durch die Stadtstraße und die Spange S1. Das sind 8 Erdumrundungen zusätzlich pro Tag durch diese beiden Projekte. Ist nicht unsere Erfindung, diese Zahl stammt aus den UVP-Unterlagen.
Ökologie 2, die Ersatzpflanzungen, liegt mir besonders am Herzen. Ja, es werden 1026 vorgeschrieben. Die Bäume sind natürlich viel, viel massiver und haben einen viel größeren Wirkungsgrad, die jetzt gerodet werden, als wie die, die gepflanzt werden. 558 Bäume davon pflanzt die Stadt und 468 Bäume pflanzt sie nicht und löst sie mit 1100 Euro ab, zahlt sie von der linken Tasche in die rechte Tasche hinein. Für uns ist das einfach nur eine Marketing-Sache und kein Klimaschutz. Eine CO2-äquivalente, die Bodenversiegelung zu kompensierende Ersatzpflanzung folgt nicht. Das Budget noch ganz kurz, 460 Millionen, also es waren ursprünglich 232 Millionen, wurde 460 Millionen aufgestockt. Expertenschätzungen gehen von 700 Millionen aus. Somit kostet ein Meter Straße, Stadtstraße 144.000 Euro bis 220.000 Euro. Die Straßenbahn kostet 20.000 Euro pro Meter und die U-Bahn kostet 200.000 Euro pro Meter. Sollte eigentlich dann klar sein, wie die Entscheidung ausfallen kann. Ja. Ganz kurz noch, also für uns, entschuldigen Sie den Terminus, das Märchen von der Entlastung der Ortskerne anhand von Essling. Die Asfinag hat ja auf ihrer Webseite draufstehen, wir haben einen Screenshot gemacht, dass ohne S1 würden 20, 25, 30.000 Autos durch Essling fahren. Wenn die S1 gebaut wird, kann das reduziert werden auf 25.000 Autos und zum Zeitpunkt der Zählung waren es 17.000 Autos, mögen es heute 18.000 sein. Ja? Also irgendwas stimmt ja da nicht in diese Richtung. Das ist einfach keine Lösung und schon gar keine nachhaltige. Ja, über die Klage, ich kann gerne auch drüber gehen, was wir erwarten von einer Stadträtin für Verkehr ist, dass die Pläne, die schon lange bekannt sind für den 25er, für den 27er Straßenbahnen, dass die endlich umgesetzt werden und dass die über die Seestadt auch nach Prosenzersdorf geführt werden, da wo der meiste Verkehr in den Osten von Wien herkommt und wo die ganzen Donaustadt-Autobahnen gebaut werden sollen. Stattdessen hat man aber schon begonnen, an der A23 Tatsachen zu schaffen und schon mal die Abfahrten zu machen. Und auch am Hausfeld haben wir gesehen, dass schon mit den Arbeiten begonnen wurde. Ja, wenn man die 460 Millionen oder noch mehr hernehmen würde, wie vorhin gezeigt, für Straßenbahnen, dann wäre das Ganze ja wohl schon erledigt. Wichtig ist der Ausbau der Seestadt Nord. Das erste Argument mit der Entlastung der Ortskerne, können wir alles widerlegen, wird nicht stattfinden. Das zweite für diese Donaustadt-Autobahnen, das Argument ist, Ausbau der Seestadt Nord kann nicht erfolgen. Das stimmt so nicht. Wolfgang Rehm von Virus hat 2, 3 Presseaussendungen dazu verfasst. Der ist der Fachmann dafür. Er war bei der UVP-Verhandlung. Ich war auch bei der UVP-Verhandlung. Die Entwicklungsgesellschaft 3420 Development AG von Seestadt Nord braucht nur einen Abänderungsantrag zu schreiben. Wie die Frau Professor vorhin schon gesagt hat, Dinge, die vor 10 Jahren aktuell waren, müssen das heute nicht mehr sein und sind sie auch nicht mehr in Zeiten der Klimakrise. Man braucht nur einen Abänderungsantrag herzunehmen, nimmt hinein, dass man das kompensiert, die Dinge mit Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Straßenbahnen. Und schon ist die Smart City im 21. Jahrhundert angekommen und bleibt nicht in den 1970er Jahren hängen. Für uns zusammenfassend, also wir finden es wirklich grob fahrlässig. Und wenn man in diesen Zeiten jetzt fruchtbares Ackerland hier versiegelt, ja, obwohl man Klimaneutralität bis 2040, stimmt nicht, habe ich drinnen, das war eine andere Ziffer, 2040 in Österreich sich zum Ziel gesetzt hat, die wird man nicht erreichen, wenn man hunderte Hektar hier versiegelt in der Donaustadt. Wir verlangen, wie gesagt, als Bürgerinitiative ein nachhaltiges Mobilitätskonzept und keine Verkehrspolitik. Ja. Und Mobilitätskonzept heißt einfach Ausbau von Öffis, Ausbau von Radwegen. Alle diese Dinge gehören einmal wirklich umgesetzt. Es kommt das Parkpickerl Wien weit. Das wird das Ganze wirklich sehr entlasten. Und unter allen diesen Dingen, ja, wenn man das alles berücksichtigt, gibt es ja sowieso keine Entscheidung mehr für diese Donaustadt-Autobahnen. Und ich habe es ja auch selbst erlebt, die Hälfte von Europa brennt, die andere versinkt im Wasser.
wenn man jetzt nicht handelt, ich habe auch gestern den Leiter oder Verfasser auch des Klimaberichtes in der ZIP 2 gesehen und das war wirklich sehr beeindruckend, mit welcher Ruhe er das rübergebracht hat, dass wir keine Zeit mehr haben. Ja. Man kann es nicht aussitzen, dafür ist es zu spät, aber wofür es meiner Meinung nach und unserer Meinung nach nie zu spät ist, das hat auch der Professor gesagt, man kann ja auch gescheiter werden. Ja. Da verliert niemand sein Gesicht, wenn man jetzt die Klimakrise berücksichtigt und alle diese Dinge mit einrechnet, dann kann man die Entscheidung treffen. Diese Dinge gehören nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Danke. Danke, Herr Ingenieur Schandl. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, auch einmal die Sicht der Nachbarn, Anrainer oder letzten Endes auch Vertriebener zu sehen. Und Sie haben das fachkundig und eben doch aus der Sicht des Betroffenen dargestellt. Für mich ist immer wieder eindrucksvoll, wenn man Bilder sieht, welche Flächen da draufgehen, was unter so einem Autobahnkleeblatt verschwindet. Und das haben Sie auch sehr plastisch dargestellt. Dankeschön. Wir kommen zum sechsten und vorläufig letzten Beitrag. Es kommt ja dann eben die Fragestunde. Herr Balzer Komenko ist Geologe, Universität Wien, hat einige Bildungsstufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Bachelor und Master mit Auszeichnung absolviert und engagiert sich bei Scientists for Future. Ich bitte Sie um Ihr Statement. Okay, danke für die Einladung, für die freundliche Einladung und ich darf heute hier die Scientists for Future vertreten, die ich in Wien, Niederösterreich und Burgenland leiten darf. Wir haben uns auch mit dem Thema des Lobautunnels auseinandergesetzt und haben dazu also 12 Expertinnen, also 12 Scientists, haben dazu ein Factsheet ausgearbeitet und wir haben eine Stellungnahme auch dazu verfasst. Aber bevor ich auf das ganz kurz komme, also viele der Fakten wurden jetzt ohnehin schon genannt, möchte ich das Ganze noch einmal in den größeren Kontext setzen, weil ich glaube, das ist wichtig, vor allem auch in den zeitlichen Kontext, dass man die zeitliche Dimension des Ganzen noch einmal wirklich betont. Es sind 6 Jahre, 4 Monate und 19 Tage. Das ist die Zeit, die uns noch bleibt. 6 Jahre, 4 Monate. Dann haben wir, wenn wir mit dem derzeitigen Tempo fortfahren, das CO2-Budget verbraucht, das wir uns leisten können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das könnte auch drüber und darunter liegen, aber die höchste Wahrscheinlichkeit deutet auf das hin, dass wir dann in 6 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen können. Das wären dann 462 ppm, wenn man es jetzt nur auf CO2 in der Atmosphäre beschränkt. Das ist jetzt auf Grundlage vom IPCC von 2018, könnte sein, dass man das jetzt noch einmal aktualisieren muss. Wir stehen im Augenblick bei 414 ppm und jedes Jahr kommen so ungefähr 5 ppm dazu. Also es ist, die Zeit läuft uns davon. Sie läuft uns wirklich schnell davon und wir haben kein Jahrzehnt mehr Zeit. Also wir müssen jetzt wirklich anfangen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, wenn wir eine Chance haben wollen. Das ist auch in dem IPCC-Bericht drinnen gewesen, der diese Woche rausgekommen ist. Und es haben auch unlängst 14.000 Wissenschaftlerinnen, das war letzte Woche, glaube ich, die unabhängig von den Scientists for Future waren, also das ist eine eigene Gruppe, die sich da vor allem in den USA formiert hat, noch einmal gewarnt, dass die übermäßige Entnahme von Materialien und über Ausbeutung von Ökosystemen schnellstmöglich eingeschränkt werden muss. Wir müssen uns abwenden vom Ziel der zunehmenden Bruttoinlandsprodukts und der Anhäufung von Überfluss hin zur Erhaltung der Ökosysteme und der Verbesserung menschlichen Wohlbefindens, indem grundlegende Bedürfnisse Vorrang gegeben wird und Ungleichheit reduziert wird. Das war letzte Woche und vor 2 Jahren haben 27.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von den Scientists auch drastisch gewarnt. Also die Stimme der Wissenschaft sagt ganz eindeutig, wir müssen sofort handeln und wir müssen alles tun, was möglich ist. Wir brauchen eine sozial gerechte Transformation. Das ist die größte Menschheitsherausforderung, die wir je hatten. Aber sie ist machbar. Auch das ist im IPCC-Bericht noch einmal drinnen gestanden. Es ist noch möglich, aber es ist die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Und in diesem Kontext, und wenn wir uns den Zeithorizont anschauen, 6 Jahre, 4 Monate, können wir es uns nicht mehr leisten, über Projekte wie den Lobautunnel und die daran
dazugehörenden Projekte zu diskutieren. Diese Zeit haben wir nicht. Wir müssen jetzt sofort anfangen, die CO2-Emissionen und auch die Emissionen der anderen relevanten Treibhausgase zu reduzieren mit allen Maßnahmen, die wir vor allem jetzt kurzfristig treffen können. Denn jede Maßnahme, die wir heute treffen können, gibt uns mehr Spielraum. Jede Tonne CO2, die wir jetzt einsparen, bringt uns ein bisschen eine Zeit, ein paar Tage, vielleicht Monate, vielleicht dann irgendwann auch Jahre, die wir länger Zeit haben, um den Turnaround zu schaffen. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt damit beginnen. Die Regierung will Klimaneutralität bis 2040, das haben wir schon gehört. Und wir haben uns, also die Scientists for Future, haben sich dazu den Lobautunnel, das Lobautunnelprojekt und die dazugehörigen Projekte angeschaut und geprüft, ob das mit den Klimazielen von Paris und mit den Zielen der Regierung, der Bundesregierung und der Landesregierung vereinbar ist. Und das Urteil unserer Expertinnen ist eindeutig, das ist nicht vereinbar. Der Verkehr hat in den letzten Jahren das, was wir in anderen Bereichen erfolgreich an CO2 eingespart haben, hat der Verkehr aufgefressen. Das heißt, wir haben eine massive Steigerung des CO2-Ausstoßes im Bereich des Verkehrs. Und wir können es uns nicht leisten, hier noch mehr Verkehr zu erzeugen. Es wurde im Vorfeld ohnehin schon viel gesagt. Dieses Projekt wurde auf der Grundlage von Predict and Provide geplant. Es wurde berechnet, wie hoch das Verkehrsaufkommen sein wird. Und dahingehend wurde beschlossen, dass man vorher Entlastungsmaßnahmen setzen muss. Wir wissen aber heute, dass hier eher die induzierte Nachfrage relevant ist. Das heißt, wenn man Verkehrsmöglichkeiten, wenn man den Individualverkehr, das Auto attraktiver macht, dann erhöht man den Verkehr und das Verkehrsaufkommen richtet sich nach dem Angebot. Hier wäre es wirklich höchst an der Zeit, dass man ins 21. Jahrhundert kommt und vorausschauend plant. Es ist auch eine Bedrohung für das Grundwasser, für das Trinkwasser und die landwirtschaftlichen Flächen. Der Grundwasserspiegel zum Beispiel muss beim Erstellen beim Bohren eines Tunnels gesenkt werden, anders kann man einen Tunnel nicht erzeugen, man muss das Wasser abpumpen. Das stellt eine Gefahr für die Au dar und es ist auch eine Gefahr, dass der Nationalpark Lobau seinen Status als Nationalpark verliert und das ist eigentlich gesetzlich festgeschrieben. Ich werde Ihnen dann noch im Anhang die Stellungnahme und den Factsheet in den Chat schreiben. Aus unserer Sicht ist es nicht vereinbar, mit den Zielen der Regierung ist es nicht vereinbar mit dem Pariser Klimaabkommen, dass man dieses Projekt umsetzt. Und deshalb stellen die Scientists for Future in Wien, Burgenland fest, dass sie die zivilgesellschaftliche Kritik daran unterstützen. Danke. Nachdem Reinhold Christian jetzt offenbar kurzfristig abhanden ist, darf ich vielleicht einspringen. Ich glaube, wir haben jetzt alle Vortragenden. Aha, da kommt der Reinhold schon. Reinhold, bitte. Du hast recht, liebe Helge. Danke fürs Einspringen. Ich bin da hängen geblieben. Wir haben jetzt alle gehört und es war ergiebig und viel und auch viel mit Querbezügen. Ich würde jetzt für die Fragerunde, wie angekündigt, bitten, ebenfalls, aber noch kürzer, da waren 5 Minuten, jetzt sollten es höchstens 2 sein, vielleicht noch kürzer, Ihre Beiträge, vor allem Fragen zu stellen. Ich freue mich, wenn es Ihnen gelingt, die Adressatin, den Adressaten zu nennen. Es müssen nicht immer alle antworten. Und ich würde bitten, dass wir, nachdem es eine Presseveranstaltung mit Medienbeteiligung ist, dass wir vielleicht versuchen, am Anfang Vertretern der Medien Vorrang einzuräumen. Wir werden das, können wir wahrscheinlich auch gar nicht wirklich steuern über den Zoom, aber es wäre, glaube ich, eine faire Lösung. Und ich glaube auch, dass wir nicht über den Chat arbeiten müssen, sondern das vielleicht wirklich so im Plenum quasi mit Handheben erledigen können. Ich sehe derzeit... Ich melde mich einfach zu Wort, weil ich da ein bisschen angesprochen bin. Michael Ohmeyer von der Presse. Ich habe 2 Fragen, ganz kurz. Die eine an den Dr. Getzner und die andere an den Professor Lötsch. Die erste Frage betrifft die Kosten-Nutzen-Analyse. Welche Parameter sind denn
notwendig, um eine wirklich ganzheitliche Untersuchung zu machen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, mich würde einfach Näheres interessieren zu dieser Mobilisierung der Altlasten. Danke. Dankeschön. Erst Michael Getzner vielleicht. Ganz, ganz kurz. Es gibt, und das ist diese Diskussion in der Wissenschaft ist noch nicht sehr lange hinsichtlich der verschiedenen Ökosystemleistungen, die von solchen Bauprojekten betroffen sind. Und Ökosystemleistung bedeutet, man betrachtet sozusagen quasi die Ökologie gesamthaft und schaut, welche Leistungen der Umwelt werden durch ein Projekt in dem Fall beeinträchtigt. Und hier geht es ja ganz klar um Verlust von Bodenfunktionen. Genannt wurde in der Diskussion beispielsweise der Boden als Kohlenstoffsenke, Wasserversickerung, Wasserspeicherung. Im alpinen Gelände natürlich eine ganze Frage des Erosionsschutzes, der Überflutungskontrolle, ja, aber auch natürlich der Produktivität der Böden. Ich darf vielleicht nur ganz kurz erwähnen, es war gestern, vorgestern in den Medien der Chef der österreichischen Hagelversicherung, der genau darauf hingewiesen hat, dass unser Bodenverbrauch viel, viel zu hoch ist in Österreich. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Hektar pro Jahr und seit 2002 gibt es schon das Vorhaben, die 2 Hektar pro Tag war das, einzuhalten. Und wenn man immer mehr Boden verbraucht, kommt man nie zu diesem Ziel, das schon vor 20 Jahren als Nachhaltigkeitsschranke genannt wurde, oder zumindest als ein Zwischenschritt. Und all diese Effekte werden in den Kosten-Nutzen-Untersuchungen, die mir bekannt sind, nicht behandelt. Und das sind eigentlich, und Ökonomie handelt ja von den knappen Ressourcen, von den produktiven Ressourcen, die da verloren gehen. Aber die fallen runter. Es ist ja nicht so, dass Umwelt keinen Preis hat, sondern ich habe genannt, die Kühlwirkungen durch Grünland bzw. die Wegfall durch Grünland, das lässt sich alles berechnen. Also das sind Krankheitswirkungen, das sind Gesundheitswirkungen, die, und das wurde auch schon angesprochen, die sozialen Aspekte, das betrifft natürlich vor allem die, die möglicherweise sie das nicht leisten können, eine Klimaanlage einzubauen oder die in beengten Wohnverhältnissen leben und genau auf solche Flächen auch angewiesen sind. Also das sind alles Fragen, die aus ökonomischer Sicht hier nicht berücksichtigt sind. Und das ist für mich überhaupt keine Frage, dass sie zu berücksichtigen sind, dass sie aber jetzt fehlen. Ergo, diese Untersuchungen sind alle mangelhaft. Dankeschön. Der nächste Punkt betrifft den Professor Bernd Leutsch, bitte. Ja, zunächst kann ich das unterstreichen, dass die Nationalparkfähigkeit eines Augebietes hydrologisch ganz wesentlich definiert ist und dass der Eingriff, den der Tunnel bedeuten würde, natürlich auch eine massive Veränderung der Grundwassersituation schon während des Baus bedeuten würde. Also die Überlegung, dass das auch den Nationalparkstatus gefährden würde, ist, die von jemandem anderen geäußert wurde, ist völlig richtig. Und was die Sorge um die Mobilisierung von Altlasten unter der Lobau betrifft, werden wir versuchen, das kann ich direkt mit Herrn Lohmeier abklären, ob es möglich sein wird, den betreffenden Fachmann, der eine nennenswerte Position in der Geologie der OMV eingenommen hat, direkt zu interviewen. Aber das muss ich diesem Informanten überlassen, aber Herr Lohmeier ist mir bekannt, hat mein Vertrauen und ich hoffe, wir können da weiterkommen. Danke. Verzeihung, ich war wieder einmal kurz weg. Danke, Bernd Leutsch, für das sehr gute Angebot. Ich habe 2 weitere Wortmeldungen. Das erste war der Herr Mikulasch, bitte.
Ich bin Sprecher einer Radinitiative aus dem Bereich Kloster Neuburg, beschäftige mich mit Verkehrsthema, früher beruflich Kfz-Schaden, Referent, Rettungsfahrer und solche Geschichten und mit Wohnbauthema. Ja. Man hört ständig von Klimaneutralität 2040, 2050, CO2 muss man senken, 30% kommen bekanntlich vom Verkehr. Aber keiner redet davon, dass man wirkungsvolle Anreize für die Bevölkerung schafft, vom Auto umzusteigen. Ja, ich sage Ihnen das Beispiel aus Kloster Neuburg, fahren die Zubringerbusse zu der Schnellbahnhauptlinie nach Wien alle 30 Minuten. Ja. Da sagt sich jeder, da fahre ich lieber eine Viertelstunde im Auto nach Wien, suche mir dort um 3,60 € am Park-and-Ride-Parkplatz oder zahle mehr fürs Parken, fahre mit dem Auto nach Wien oder zur Nordautobahn in ein Einkaufszentrum oder sonst irgendwo hin. Da gibt es keine Angebote. Man redet von Milliarden für die Bahn und für irgendwelche Straßen und Schnellstraßen. Aber man schafft keine Angebote, wirkungsvolle, dass die Leute bereit sind, umzusteigen. Dass über 45-jährige Männer schwer zum Umsteigen zu bewegen sind, ist mir bekannt aus einer Untersuchung, aus einer Umfrage, weil die sind mit dem Auto aufgewachsen, die wird man auch nicht mit billigen Tarifen und mit irgendwas anderem bewegen können. Aber die Jüngeren kann man vielleicht bewegen. Von Kloster Neuburg fahren 38.000 Auto in Vor-Corona-Zeit, die zahlen jeden Tag nach Wien rein. Die fahren dann über Südostangente weiter, über die Flughafen, Autobahn, was auch immer. Ja. Das sind Tatsachen. Und solange man da keine Anreize schafft, das zu reduzieren, oder in Esslingen, dass da 20.000 Auto durchfahren, solange wird sich nichts ändern. Da können die Politiker noch so schöne Worte luftbudern, wie ich immer sagt dazu. Ja. Das bringt nichts. Und meine Chatfrage wurde noch nicht beantwortet. Was tut man für die Bevölkerung in Esslingen, im 22. Bezirk, die leiden auf der Esslinger Hauptstraße, dass da 20.000 Auto durchfahren aus Niederösterreich? Was tut man für die? Ich meine, es funktioniert in Groß-Enzersdorf nicht, in Kloster Neuburg nicht, in Mödling nicht. War nur eine Linie alle 10 Minuten fort, die Hauptlinie, aber die Leute nicht zu dieser Hauptlinie kommen, weil sie 30 Minuten warten müssen und dann lieber mit dem Auto fahren, bevor es dreimal umsteigen und eine halbe Stunde warten jedes Mal. Danke für das Beispiel und die Frage. Ich bin nicht sicher, ob es unter den Vortragenden jemand gibt, der sich für Esslingen jetzt sei es politisch oder fachlich zuständig fühlt. Könnt ihr was dazu sagen? Ja. Ganz kurz. Muss man das, den ersten Teil des Statements als ein sehr plastisches Negativbeispiel stehen. Herr Schandl, zu Essling, bitte. Ganz kurz, also wie ich vorhin gesagt habe, Essling würde irrsinnig helfen, natürlich, wenn der 25er, die Straßenbahnlinie, die Linie 25, die durch die Seestadt führen soll, Aspern durch die Seestadt bis nach Groß-Enzersdorf, so wäre es ja eigentlich geplant. Das ist ein wirklich hochrangiges öffentliches Verkehrsmittel. Wir werden keine U-Bahn dorthin bringen. Die kostet nämlich 10-mal so viel wie ein Meter, wie wir vorhin gehört haben, Straßenbahn. Das wäre die Lösung. Und natürlich muss man am Ortsrand, man muss die Niederösterreicher, die nach Wien reinwendeln müssen, niemand will sie ja fernhalten, denen muss man genauso hochrangige öffentliche Verkehrsmittel anbieten, wie wir es in Wien haben. Die Wortmeldung war typisch, halbe Stunde muss man warten, dreiviertel Stunde, da steigt niemand ein, wenn die Taktfrequenz so ist. Die Straßenbahn würde das alles schaffen und das Ganze gilt auch für die Brünnerstraße, für Floridsdorf natürlich, gilt für Groß-Enzersdorf, gilt für Schwächert, die ja schon geplant sind, diese Linien. Damit würde man Essling entlasten. Am Rande vielleicht noch Park and Ride, weil es ist einfach so, dass dann nichts mehr weiterfährt in die weiteren Ortschaften, dort abstellen. Aber da muss Niederösterreich auch etwas tun dazu. Das ist unser Zugang. Danke. Dankeschön. Ich bin versucht, jetzt Wortmeldungen. Darf ich einen Satz dazu sagen zu diesem Statement noch, weil ich bin aus Groß-Enzersdorf und mich betrifft das genau. Die Straßenbahn wurde uns ja politisch versprochen nach der letzten Wahl und es gab auch schon erste Gespräche. Und das Absurde an der Situation ist aber, dass die Straßenbahn erst dann gebaut werden kann, laut Aussage der Wiener Linien, wenn die S1 fertig gebaut ist. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. So viel zur vorausschauenden Verkehrspolitik und Verkehrsplanung. Das ist sehr absurd. Dankeschön. Der logische Zusammenhang erschließt sich mir da nicht ganz. Ich habe zwei weitere Wortmeldungen. Alfred Bender und dann die Rebels for Nature. Bitte, Bender. Okay, ich habe mich jetzt vorgedrängt. Ja, Alfred Bender, ich bin auch quasi
aus dem 22. Bezirk auch bei einer Bürgerinitiative oder bei Bürgerinitiativen dabei. Noch zu dem Thema, es wird ja mit sehr banalen Argumenten von der Politik gearbeitet, die leider eins zu eins in den Medien dann übernommen werden. Und da geht es immer um diese verkehrliche Entlastung, dieses dubiose, fadenscheinige Ortskernentlastungsthema wird hier hervorgehoben. Das ist ja gerade angesprochen worden, zum Beispiel in der Donaustadt, aber auch in den anderen Gebieten, wo halt Pendlerverkehr durchfährt, gibt es ein Pendlerinnenverkehrsproblem und es hat den Anschein, dass die Stadt Wien ganz bewusst und proaktiv nichts dagegen macht und stattdessen Straßen plant, aus welchen unerklärlichen Gründen auch immer. Es ist ja angesprochen worden, wie die Kostenverhältnisse sind. Es ist bekannt, wie effizient Straßenbahnen zum Beispiel gegenüber Buslinien sind. Und es wird diesbezüglich eben leider nichts unternommen, sondern eben das Gegenteil betrieben, wie der Straßen bauen. Es gibt das Zahlenmaterial dafür, man weiß, wie groß der Pendlerinnenanteil ist im Verkehr. Da gibt die Stadt Wien Zählungen gemacht, da gab es genaue Datenerhebungen, braucht man nur vergleichen, wie ist der Verkehrsanteil motorisierter Individualverkehr an der Stadtgrenze, wie ist er dann weiter drinnen. Und immer diese Zahlen im Zuge der UVB-Prüfungen, also zum Thema Stadtstraße, immer wieder angesehen. Da stellt man fest, dass 60% des Verkehrs, des Autoverkehrs, zum Beispiel auf dem Aspener Heldenplatz, also weiter drinnen, kann man schon sagen, fast mittig in der Donaustadt, dem Pendlerinnenverkehr zuzurechnen ist. Die halt dann allesamt zu den U-Bahn-Stationen fahren oder Schnellbahnstationen, wo man dann die Kennzeichen sieht, Gensandorf etc. Selbe ist auf der Klosterneuburger Seite, das ist überall so. Und es besteht der Eindruck, dass bewusst dagegen nichts gemacht wird, sondern dass bewusst Straßen gebaut werden und danach überlegt man sich ein ÖFI-Konzept. Also vielleicht noch dazu, Bezirksvorsteher in der Donaustadt ist ein Verfechter des Autos, ist ein klarer Gegner der Parkraumbewirtschaftung und ein klarer Betreiber der Stadtstraße als Verkehrsentlastung. Und ich frage mich, warum die Medien eigentlich dieses banale Argument, was ja wissenschaftlich und auch durch sämtliche Unterlagen belegt ist, dass es nicht stimmt, der Verkehrsentlastung nicht quasi aufgreifen und den politischen Entscheidungsträgern quasi hier entsprechend kontern mit Fragen und das auch in den Artikeln und sonstigen Meldungen ausdrücken. Vielleicht noch, Frau Komp-Kolb, Sie haben ja genannt, hier in Ihrem Statement, also Stadt Wien, auch im Chat kennt ja die, also der Bürgermeister kennt ja natürlich die Klimaziele und setzt sich ja eher vehement für die Stadtstraße und auch Lobautunnel ein. Sie haben sich allgemein gegen die Straßen ausgesprochen. Was sehen Sie für Möglichkeiten, hier einzuwirken, dass es hier ein Umdenken gibt, zum Beispiel als Mitglied jetzt im Klimarat? Entschuldigung, ganz kurz, ich hätte nur eine Bitte, dass diejenigen, die sich zu Wort melden, sich bitte für diese Zeit auch in Bild einschalten. Danke. Okay. Dankeschön, so. Die Frage war an die Frau Professor. Ja. Das Bild geht bei mir nicht. Na, bei mir. Entschuldige, Bild kommt sofort. Ich muss nur mein Notebook aufmachen. Bitte schön, ja, entschuldigen Sie. Ja. Danke. Oh, bitte. Ja, das Thema ist im Klimarat noch nicht behandelt worden. Nicht zuletzt, weil es als ein nicht Wiener Problem, sondern als ein Problem des Bundes gesehen wurde. Ich hoffe aber, dass das demnächst auch im Klimarat verhandelt werden kann. Wir haben uns diesbezüglich bereits an den Bürgermeister gewendet. Ich glaube, man müsste genauer verstehen, was eigentlich hinter dem Festhalten an den alten Plänen steckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es gibt jede Menge Vermutungen, aber ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, das mit dem Bürgermeister wirklich zu klären, was ihn dazu bringt, an dem Konzept festzuhalten. Was man immer wieder hört, ist, dass das ein Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung also eine Verpflichtung ist für den Weiterbau der Siedlungen. Aber das gehört ja zusammen. Ich meine, eine Umweltverträglichkeitsprüfung für ein Siedlungsgebiet, das eine Straße vorschreibt,
Das ist ja an sich schon ein Problem in Klimasicht, nicht? Weil im Grunde genommen müsste in der Umweltverträglichkeitsprüfung die Anbindung an den öffentlichen Verkehr betont werden und nicht die Anbindung an eine Straße. Und ich denke, dass so etwas auch änderbar ist. Vielleicht, wenn ich ad hoc da gleich noch kommentieren darf, ja, schon in der Umweltverträglichkeitserklärung, also zur Stadtstraße, ist ganz deutlich drin gestanden, dass dieses Projekt die Klimaziele konterkariert. Und wir haben es auch vorhin von Werner Schandl gehört, über einen Abänderungsantrag ist dieses Ding Stadtstraße ganz leicht rauszubringen und zu ersetzen, wie Sie gerade, glaube ich, gesagt haben, gemeint haben, mit Straßenbahnlinien und was immer, ja, Alternativen. Also es ist so, wie es dargestellt wird in der Öffentlichkeit durch die Politik wieder, warum auch immer, dass das ein Muss ist, das quasi vorgeschrieben ist durch die Behörden, ist nicht korrekt. Ja, das ist einfach entstanden, weil es die Stadt Wien rein reklamiert hat. Ja, oder die Behörde, die eben die Stadtstraße betreibt, also den Bau betreibt. Ja. Dankeschön aber. Ja, Dankeschön. Jetzt, ja, wir gehen der Reihe nach vor. Rebels von Etscher warten schon lange, dann kommt der Herr Lung dran. Bitte. Oh, vielen herzlichen Dank. Wir sind von der Bürgerinitiative Eurogate Village in Glitten. Hier baut die Stadt Wien Big Are und UBM. UBM ist ein Münchner Unternehmen, Immobilienunternehmen, das sich hier im 1030 auch eingekauft hat, privat. Hier in diesem Stadtentwicklungsgebiet wird ein, das ist im Übrigen im Stadtregierungsabkommen mit NEOS und Rot drinnen. Das ist ein Leuchtturmprojekt für klimaresiliente Stadtentwicklung. Wir sind die größte Passivhaussiedlung Wiens, angeblich, ich glaube jetzt nicht mehr. Uns werden 11-stöckige Gebäude direkt vor die Nase gesetzt an der Südseite. Wer Passivhäuser kennt, Südseite, Wintersonne, der weiß, dass unsere Passivhäuser dann nicht mehr so gut funktionieren werden. Davon abgesehen haben wir uns insofern rein reklamiert, die Anrainer und Bürger, die sich hier sozusagen nicht damit mit dieser Verbauung einverstanden sehen, da hier massiv Greenwashing betrieben wird. Es handelt sich hier um das Gebiet des ehemaligen Astbahnhofes. Es war eine Naturbrache, die 50 Jahre lang stillgestanden ist. Wir waren der Meinung, dass man eigentlich anders planen hätte können. Große Bäume, die unwiderruflich CO2-Speicher sind, Speicher für Feinstaub, abgesehen vom klimatischen Kühlungseffekt, alle diese Effekte, die wir vorher genannt haben, resiliente Bäume, die dort wachsen, selbst bei größter Dürre 2018 und auch heuer sind die grün, die brauchen keine Bewässerung, nichts. Da sagt man, es gibt ein öffentliches Interesse dran, sie müssen leider Gottes gefällt werden. Deshalb haben wir diese Bürgerinitiative gegründet. Wir haben uns eigentlich nicht gegen die Bebauung selbst gewendet, sondern sind dafür eingetreten, dass man, wo es irgendwo nur möglich ist, Grünraum, das heißt Naturfläche, erhält. Jetzt weiß ich nicht, wer die richtigen Wissenschaftler hier im Gremium sind. Ich sage nur Biome, das heißt diese Naturresilienz, die dezidiert wesentliche Faktoren auch für den Menschen bringen, auch diese sozialen Effekte. Ja, beziehungsweise eben dann die Fassadenbegrünung. Wenn wir 11-stöckige Gebäude in dichtester Bebauung einbringen, dann muss es Fassadenbegrünung geben oder Begrünung in ausreichendster Form. Man hat hier auch Gymnasium, wird man bauen dort ohne jegliche Grünfläche, das heißt auch Ersatzflächen für, hier gibt es etliche streng geschützte Tierarten. Die Ersatzflächen sind einem Schulcampus, in dem Garten eines Schulcampus untergebracht. Man hat dafür nicht sozusagen Flächen zur Verfügung gestellt, die jetzt privatisiert werden, die öffentlicher Grund sind, die jetzt privatisiert werden, sondern man hat dem Gymnasium, also auch die Ersatzflächen hat man jugendlichen Kindern als Bewegungsfläche weggenommen, die sind abgezäunt und auch das Gymnasium hat. Und man spricht von 2021,
den Jugendlichen die Bewegungsmöglichkeit direkt vor Ort weggenommen und die dürfen jetzt mit dem Schulcampus gemeinsam einen Sportplatz benutzen. Das heißt, es geht hier dezidiert all diese Flächen im 1030 Wien, das heißt Stadt Wien, die Big Are baut hier ganz massiv auf, aber auch Nordbahnhof, auf Bundesgebietflächen, das heißt, das sind ehemalige, also großteils ehemalige Bahnhofsflächen, die Eigentum des Bundes sind, die werden privatisiert, das heißt, die werden als Privatwohnungen verkauft. Die Seestadt, und hier kommt jetzt der Zusammenhang mit allen anderen Bauten, auch dieser Wohnbau, dieses Betongold, was hier in Wien passiert, bindet, also nicht bindet, sondern gibt wahnsinnig viel CO2 frei. Wir haben es gesehen, bei uns wird die Tiefgarage gebaut gerade im Minutentakt von 6:30. Die kommen sie allmählich zum Schluss. Ja, Entschuldigung, also auf jeden Fall massiver CO2-Eintrag eigentlich in diesem Wohnbau. Was ich von den Verantwortlichen gerne oder von den Wissenschaftlern gern gehört hätte, es wurde zwar der CO2-Eintrag sozusagen bekannt gegeben, was für uns ganz relevant wäre, für uns hat die Natur gesundheitlich stellt einen massiven Wert dar und wird, also Biome etc., wird dieser Wert auch wirklich ökonomisch berechnet? Das wäre, ich denke, an die Wissenschaftler, Herrn Neuling, glaube ich, und noch wen habe ich im Blick gehabt, aber das habe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht können die Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, hier Stellung nehmen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, aber ich habe schon vorher vergessen. Das passt schon, danke. Zwei Minuten sind das Maximum. Passt, danke. Es waren viele interessante Aspekte, daher waren auch alle Wortmeldungen gut und wichtig, aber wir müssen auch auf die Zeit schauen. Ich glaube, Ihre letzte Frage würde Professor Getzner, der uns leider schon verlassen musste, ganz klar mit einem Nein beantworten. Das wird nicht vollständig berechnet und berücksichtigt. Dazu Helga Kromm-Kolb. Nachher habe ich noch eine Wortmeldung. Dann, falls gewünscht und notwendig, eine Schlussrunde der Wissenschaftler. Wir sollten um 16:30 mit der Veranstaltung zu Rande gekommen sein. Bitte, Helga. Ja, ich darf vielleicht nur kurz darauf hinweisen, in der Zeit und in den Denken, in dem wir leben, ist die Monetarisierung von ökologischen Dienstleistungen vielleicht naheliegend. Aber im Grunde genommen ist das nicht der richtige Weg. Wir sollten nicht versuchen, alles in Geld auszudrücken. Es gibt Werte, die sich in Geld nicht ausdrücken lassen. Und wir müssen lernen, diese auch gelten zu lassen. Und das ist das, was ich auch mit Umdenken meine. Wir dürfen nicht versuchen, alles in Geld umzusetzen, weil sonst fangen wir auch an, sozusagen soziale Geflechte, persönliche Beziehungen in Geld auszudrücken und wir kommen in das Teufelsküche damit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir akzeptieren, dass Geld nicht der einzige Maßstab ist, sondern Geld hat eine gewisse Funktion, aber darüber hinaus gibt es eben andere Werte, die auch zu berücksichtigen sind und die nicht deswegen umgerechnet werden müssen in Geld. Danke. Dankeschön, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele Dinge, die schon in Geld nachteilig sind, aber es gibt noch ganz andere Qualitäten. Vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Jetzt habe ich ein bisschen das Dilemma, das, glaube ich, vier zugleich aufgezeigt haben. Wir gehen nach der Regel Medien zuerst vor. Herr Bimmershofer, bitte. Ich habe einen Vortrag von Frau Kromm-Kolb an der Urania vor 12 Jahren oder 10 Jahren in Erinnerung. Ich glaube, es war für Klimaschutz. Und da ging es darum, dass die Kosten der Allgemeinheit für dieses Fehlverhalten, was wir leider auch die 12 Jahre nach diesem Vortrag an den Tag gelegt haben, genau dort münden, wo wir jetzt sind, mit den Bränden, mit den Wasserproblemen. Und mit den Klimakatastrophen, die vor 12 Jahren in einem Klartext, mir erinnerlich, in diesem Vortrag, der so aufrüttelnd war, es war, glaube ich, ein heißer Tag, draußen blauer Himmel, und man ist hinausgegangen und hat sich nur gewünscht, dass die Frau Kromm-Kolb ganz, ganz daneben liegen möge. Leider, oder zu ihrer wissenschaftlichen Reputation förderlich, ist sie ganz richtig gelegen. Und
Ich wundere mich heute, dass wir noch über das Verhindern von Betonierungen reden müssen. Das ist eigentlich so ein Armutszeugnis für die Lernfähigkeit unserer Gesellschaft und betrübt mich als jetzt 62-Jähriger, dass da um viel Geld an Wissenschaft und an Menschen wie Ihnen, Frau Krumm-Kolb und den Bernd Lötsch und den Herrn Christian, denen das wirklich ein, so ein Anliegen ist und die was erreicht haben, die uns überzeugen können, dass das trotzdem so wenig in diese Lernbereitschaft mündet. Welche Zeichen brauchen wir noch, ist meine Frage. Also es gibt doch nichts Drastischeres als unser Jetzt. Danke, Herr Bimmershofer, für Ihr Engagement und natürlich auch, ich rätsel jetzt, soll ich Lob sagen, Lob war es eigentlich nicht für die Anerkennung, für die Kompetenz von Helga Krumm-Kolb, auch wenn die Perspektive eben leider eingetreten ist. Danke sehr. Es kommen immer zwei Wortmeldungen dazu, wenn ich nur mehr eine habe. Der Ernst Lung wartet schon lange. Herr Diplom-Ingenieur, bitte. Ja, schönen Nachmittag allerseits. Danke. Es funktioniert leider das Video nicht. Da steht, der Host hat es ausgeschaltet. Ist kein Problem. Mein Video, jetzt kommt, muss mein Video starten, jetzt sieht man mich, so schön bin ich nicht, um das geht's nicht. Es war eine sehr gute Frage hier im Chat nach den Bewertungskriterien bei der Evaluierung durch das BMK. Ich habe als ehemaliger Mitarbeiter dieses Ressorts diese Frage auch schon gestellt und da hat mir ein netter Kollege geantwortet, das kann noch nicht freigegeben werden. Und dann habe ich am Montag in den Medien gelesen, es wurde schon ein Ergebnis präsentiert, die S10, die Mühlviertler Schnellstraße, wird gebaut, die A3-Verlängerung, also das ist der Zipfel von Wulker-Brodersdorf nach Schopron, kommt nicht. Also das ist etwas geheimnisvoll, weil ich bin da auch bei Initiativen im Rahmen von der Verkehrswende dabei und wir wollen eigentlich diese Evaluierung, dass sie ja sinnvoll ist, auch ökonomisch sinnvoll, nicht nur ökologisch, wollten wir unterstützen und da wäre eigentlich jetzt mehr Transparenz, welche Kriterien insbesondere im Hinblick auf Raumplanung, Bodenverbrauch damit berücksichtigt werden. Das wäre hochinteressant, um die Diskussion zu versachlichen. Dann Versachlichung ist gleich das anschließende Argument. Es wird immer behauptet, die Seestadt kann nicht gebaut werden, weil sie keinen Autobahnanschluss hat. Die ist gar nicht so schlecht angeschlossen ans hochrangige Straßennetz. Man kann über die Tangente fahren und wenn man nach Westen will, kann man über diese nördliche Umfahrung, über die S2, über Korneuburg und die Donaubrücke bei Dreismauer fahren. Also das stimmt ja nicht, dass gerade die Seestadt so schlecht erschlossen ist. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und so mit Hilfe eines Stadtplans nachgeschaut. Es gibt ja in Wien zahlreiche Bezirke, die haben auch keinen Autobahnanschluss. Ich will es jetzt nicht im Detail nennen, sonst wird es zu lang. Aber in diesen Bezirken wohnen über 500.000 Menschen und arbeiten auch zahlreiche Menschen. Und die sind auch ohne Autobahnanschluss glücklich. Und jetzt versetze ich mich in einen zugezogenen Bewohner in der Seestadt. Ich weiß nicht, ob mein Hauptinteresse wäre, unbedingt durch den Tunnel nach Schwechat zu fahren. Ich denke, für mich wäre eine leistungsfähigere, also dichter fahrende S-Bahn Richtung Hauptbahnhof, also TS80 in 15-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit in 10-Minuten-Takt, das wäre für mich wichtiger und ein sicherer Radweg Richtung Stadtzentrum und nicht unbedingt diese Autobahn. Ich fürchte aber was anderes. Ich denke, wenn wir den Tunnel bauen, dann verringert man den Widerstand für den Lkw-Fernverkehr und jene Lenker und Lenkerinnen, die jetzt von der Südautobahn kommen, die S2, Schwechat, Bahndorf und dann über die slowakische Autobahn nach Norden fahren, würden dann über den Wiener Tunnel, also Bautunnel und die A5 fahren. Also wir züchten uns dann sogar noch Gütertransitverkehr. Und ich glaube, das Geld wäre nämlich besser angelegt auf eine längerfristige Perspektive hin betrachtet, wenn man die schöne Stadt Lauer Eisenbahnbrücke verbreitern würde um ein oder zwei Gleise, dann könnte man erstens ein dichtes S-Bahn-Intervall anbieten und zweitens noch Kombi-Verkehrszüge führen, als Übergangslösung vielleicht rollende Landstraße
später natürlich aus Effizienzgründen im unbegleiteten kombinierten Verkehr. Soweit nur meine Argumente, aber ich bin gespannt, ob wir irgendwann vom Ministerium eine Botschaft kriegen, wie die Evaluierung konkret stattfindet. Danke. Danke, Herr Diplom-Verlung. Also das eine ist das Bundesstraßengesetz 1971, das kennen Sie wahrscheinlich so ähnlich wie ich irgendwie von damals her. Das hat unglaubliche 200 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen für die, innerhalb der Stadtgrenzen Wiens vorgesehen. Davon sind wir Gott sei Dank weit weg, aber wo wir jetzt kämpfen damit, das sind irgendwo Restbestände aus dieser Zeit. Und ich glaube, noch 20, 30 Jahre später wurde von ernstzunehmenden Leuten behauptet, es gibt den Klimawandel nicht. Also es sind heute einfach ganz andere Aspekte, die zur Beurteilung herangezogen werden müssen. Das Zweite ist die Evaluierung. Das bedauere ich sehr, dass die nicht so öffentlich zugänglich ist, wie sie sein sollte. Es kommt ja auch darauf an, wer evaluiert und nach welchen Kriterien. Wenn der Projektbeauftragte im Auftrag des Projektinteressenten mit seinen eigenen Leuten etwas evaluiert, kann man sich ungefähr überlegen, was herauskommt. Also da gibt es ja auch diverse Gefahren, die sich da noch verstecken. Stichwort Evaluierung, gut, aber wer macht es und wie macht das mit welchen Kriterien? Gut, danke. Wir haben jetzt noch die Frau Kleinschuster, die sich vorher gemeldet hat. Wenn das noch aufrecht ist, und ansonsten hatte Bernd Lötsch noch vor. Ja, ich muss mich entschuldigen, wenn man als Ökologe überhaupt Geldbeträge in den Mund nimmt. Aber das, was wirklich interessant ist, ist, dass wir für den ökosozialen Umbau und für zukunftsorientierte Verkehrsorganisation selbstverständlich Geld brauchen. Und vorausgesetzt, man kann diesen gigantomanen Lobautunnel und die S34 zum Beispiel abstellen, dann stehen genau genommen 3,2 Milliarden Euro zur Verfügung für vernünftigere Zwecke. Ich habe deshalb den geringen Beschäftigungseffekt pro investierter Million in den Straßenbau erwähnt, weil es ja auch Aufgabe einer Bundesregierung ist, beschäftigungssichernd, beschäftigungspolitisch zu denken. Und hier sind diese Großstraßenbauten durch den enormen Automatisierungsgrad tatsächlich das schlechteste Mittel zur Beschäftigungspolitik. Also ich glaube, dass man hier Staatsfinanzen, Beschäftigungspolitik und Ökologie gemeinsam für die Trendwende argumentieren kann. Und ich glaube, dass das eben genau auch das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Medien sein könnte. Denn wie gesagt, unsere Staatsfinanzen werden durch die Klimaschäden, durch Klimafolgen tatsächlich ohnehin in diesem Sozialstaat sehr stark beansprucht werden. Und man sollte auch solche Überlegungen in die Zukunftsplanung einbeziehen. Danke. Danke, hatten wir mit drinnen. Frage an den Herrn Biemershofer. Haben Sie die Hand noch oben oder haben Sie eine weitere Wortmeldung? Entschuldigung, ich habe sie nicht gesenkt, aber gerade in Deutschland 30 Milliarden Regierungspaket für die Schäden nur im Ahrntal. Also um die Kostendimension, die der Bernd Lötsch gerade angesprochen hat, ein bisschen ins Auge zu rufen. Das war ein Schadensereignis und das sollte uns wirklich zu denken geben. Danke. Dankeschön. Der Hinrichs wollte oder wollte nicht? Ja, also, doch. Ja, wenn es noch geht, ja. Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Eine Minute, bitteschön. Ich wohne ganz weit ab vom Schuss im geografischen Zentrum Österreichs, Ramsau am Dachstein. Kann zu dem Problem nichts sagen und will auch dazu nichts sagen. Ich habe nur eine Frage an die gesamte Runde. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem, was hier vorgetragen worden ist und dieser ganze Wahnsinn, der da stattfindet. Meine Frage an alle, nicht nur an die hochkarätigen Professoren und Professorinnen. Gibt es in Österreich eine ernsthafte Bewegung, die versucht, diese ganzen tollen Initiativen und Bestrebungen zu koordinieren, damit wir mehr politisches Gewicht bekommen?
Wenn ja, welche ist das? Wo kann man sich anschließen? Danke. Dankeschön. Passt gut in die möglichen Schlussworte der Vortragenden. Wer fühlt noch den Bedarf, abschließend was zu sagen? Ich darf vielleicht kurz dazu stellen. Zu dieser Frage könnte ich noch was sagen. Ja. Okay, dann trete ich zurück. Danke. Ja, wo kann man sich anschließen? Ich habe auch, hört man mich? Ja. Ich habe auch in der Folie, die dann verschickt worden ist, auch drinnen die Vernetzung. Derzeit findet wirklich, wirklich eine große Vernetzung statt. Also die Science for Future sind ja auch hier vertreten. Die sind dabei. Die Fridays for Future, Extinction Rebellion, System Change, No Climate Change, Platz für Wien. Das gibt es alles. Es gibt bereits Vernetzungstreffen. Man kann es noch besser koordinieren, vielleicht das Ganze. Eine Dachorganisation gibt es in dem Sinn nicht. Ja? Aber bitte an eine der Initiativen wenden, falls es da Interesse gibt oder irgendwo mitzuarbeiten, sehr gerne. Dann, wenn dann noch auch, es geht ja auch um Bundesgelder, um Steuergelder, ja, wenn das auch aus der Mitte von Österreich kommt und auch hier Druck gemacht werden kann, sehr gerne. Ja. Also wie gesagt, in Wien selbst und im Osten Österreichs gibt es eine breite Bewegung mittlerweile und es finden wirklich auch koordinierte Treffen schon statt. Warum gibt es keine Dachorganisation, wie im Umweltbereich zum Beispiel? Umweltdachverband. Es gibt den Umweltdachverband, es gibt Global 2000, WWF und Naturschutzbund, die aber dort ohnehin zum Teil vereinigt sind. Also ich bin überzeugt, dass eine der wesentlichen umweltpolitischen Hoffnungen in diesen sogenannten NGOs, Non-Governmental Organizations, liegt. Und manchmal stellen sie dann auch einen Umweltminister oder eine Umweltministerin, wie im Fall Global 2000 Gewessler gestellt hat, die allerdings ihre Bewährungsprobe noch vor sich hat, aber unsere größte Unterstützung und Sympathie für die Neubewertung der Großstraßenprojekte. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, es gibt jetzt eben gerade die Vernetzung mit allen Organisationen. Das heißt, viele kleine wie auch unsere schließen sich den größeren Villabau-Initiativen und ähnlichen Platz für Wien an. Und wir werden uns hier gegenseitig unterstützen. Wir sind gerade dran und hoffen auch, es gibt so viele Bürger, die das, was jetzt hier passiert, nämlich keine Reaktion oder eine zu langsame Reaktion, nicht mehr akzeptieren wollen. Und wir sind so dankbar, dass hier auch die Wissenschaft immer wieder eintreten und auch solche Veranstaltungen wie hier jetzt gerade machen. Wir sind Ihnen wirklich zutiefst dankbar und hoffen, dass Sie weiter so aktiv bleiben. Dankeschön. Danke sehr. Ja, ich glaube, die Sache mit den Nichtregierungsorganisationen und den Bürgerinitiativen ist eine ganz wichtige. Wie ich vor eben 45 Jahren in Wien begonnen habe, mich mit Stadtplanung zu beschäftigen, neben meinem Physikstudium, da gab es an jeder Hausecke zwei Bürgerinitiativen. Dann kam eine Zeit mit einer Koordination und Zusammenlegung letzten Endes. Es gab dann Dachverbände thematisch orientiert, also die Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr, kritische Chemie und so weiter. Ich bin nicht sicher, ob das nicht die Spontaneität der Aktivitäten etwas reduziert hat. Es hat sicher dem fachlichen Fundament, dem gemeinsamen Auftreten genützt, aber ich würde nicht verzichten wollen auf die einzelnen kleinen Initiativen, die damals in einer ganz anderen Situation, einem ganz anderen Umfeld sehr viel bewegt haben. So, jetzt steigen wir endgültig in die Schlussrunde ein. Es ist längst halb vorbei, aber Sie sind eifrig mit dabei und daher passt das schon. Zuerst aus der Herr Balzer-Komenko und dann die Helga Kromkohl. Bitte. Ja, danke. Ja, ganz kurz noch will ich doch noch was sagen zu Vernetzungen. Also wir Scientists sind eine Sammelbewegung für alle Wissenschaftlerinnen, die in Österreich sich engagieren wollen im Bereich des Klimawandels. Wir sind sicher kein Dachverband, aber es gibt eine Art Dachgruppe für die For-Future-Bewegungen. Das ist die Allianz For Future.
Und wir Scientists bemühen uns aber, dass wir mit allen Gruppen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, ob große oder kleine Initiativen, zusammenarbeiten. Und wir möchten da auch anbieten, mit unserer wissenschaftlichen Expertise auszuhelfen, wann die gebraucht wird und auch konkret gemeinsam Stellungnahmen zu schreiben, was auch immer gebraucht wird. Also das ist eine Einladung an alle, die wissenschaftlichen Support brauchen. Wir sehen das als Teil unserer Aufgabe. Schlussworte, was auch gesagt wurde jetzt noch einmal, ich habe das sehr schön gefunden, die Zeit läuft uns davon. Und wie gesagt, die 6 Jahre, 4 Monate und 19 Tage, das ist die Zeit, die uns noch bleibt. Und wir müssen wirklich jetzt handeln. Das ist keine leere Floskel, wie sie 100-mal wiederholt wird. Das ist wissenschaftlicher Konsens, wie er jetzt auch im IPCC formuliert worden ist. Und es ist sehr, sehr schön gesagt worden, dass wir überhaupt noch über Projekte wie den Lobautunnel diskutieren müssen, ist eigentlich erschreckend. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Das darf eigentlich gar nicht mehr zur Diskussion stehen. Vielen Dank. Applaus ist sichtbar. Und jetzt kommen wir zur Frau Professorin Helga Kronkolb, bitte. Ja, danke. Auch ich wollte die Unterstützung der Wissenschaft anbieten. Es verwischt sich die wissenschaftliche Tätigkeit und die Aktivistentätigkeit bis zu einem gewissen Grad, weil die rein wissenschaftlichen Informationen nicht die Aufmerksamkeit finden oder zumindest nicht den Widerhall finden, den sie eigentlich finden müssten. Und ich glaube, in dieser Rolle sind die Scientists for Future ganz wesentlich. Das Climate Change Center Austria ist eine Vereinigung der wissenschaftlichen Institutionen und auch die setzt sich in solchen Themen ein. Eher mit gemeinsamen Stellungnahmen, die dann auch an die Politik gehen. Ein etwas, wie soll ich sagen, aufwendigerer Prozess, weil wir es mit den Institutionen zu tun haben, nicht mit einzelnen selbst eigenverantwortlichen Mitwirkenden. Aber auch das ist, glaube ich, eine Funktion. Und ich glaube, wir brauchen die Vielfalt der Funktionen. Ich glaube, wir brauchen einfach ein Ökosystem von Aktivitäten, von der Wissenschaft bis hin zu den kleinen Vereinen und den kleinen Bürgerinitiativen. Ich halte es allerdings für ganz wesentlich, dass man voneinander weiß. Und auch das ist, glaube ich, heute ein Beitrag dazu gewesen, dass man voneinander hört, was die anderen jeweils bewegt. Dankeschön. Danke, Helga. Wir sind damit durch, haben die Veranstaltung gut bewältigt. Vielen Dank an alle, die beigetragen haben. Natürlich hauptsächlich an die Vortragenden, aber bin sehr beeindruckt von den Beiträgen, die von Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmern gekommen sind. Die Vernetzung soll weitergehen. Wir haben jetzt zu diesem Thema noch 2 Termine nächste Woche, am 17. und am 19., wo andere fachliche Aspekte behandelt werden. Natürlich einmal die Mobilität im Zentrum steht, andererseits dann auch Dinge wie Gesundheit, Ethik oder auch das Recht, das ja sehr oft, ich sage es jetzt ganz mutig, eher gebogen als eingehalten wird. Ich erinnere mich da immer noch an die mittlerweile offenbar obsolet gewordene 3. Piste, die ganz unbedingt durchgesetzt hätte werden sollen, wo die Landeshauptleute gemeint haben, na, wenn das Bundesverwaltungsgericht das ablehnt, da muss die Entscheidung eben uns Politikern vorbehalten bleiben. Ein Verständnis von Staat und Recht, das wir hoffentlich auch hinter uns gebracht haben. Ich glaube aber eben, dass es sehr wichtig ist, auf diese Weise Engagement zu zeigen. Und wir werden uns vom Forum her bemühen, das nicht ausschließlich jetzt mit dieser Initiative zu Hochleistungsstraßen bewenden zu lassen, sondern auch zu weiteren Themen wieder versuchen, die unterschiedlichen Betroffenen und engagierten Gruppen mit einzubeziehen. Ja, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, noch die Frage.